So Leute, ich hatte überlegt, ein kleines Video zu machen, nachdem ich von DSDS ausgeschieden bin. Mir geht es noch nicht so gut, aber meine Freunde sind zum Glück hier munter mich auf. Auf geht's, Mama. Ja, wir fahren jetzt nach Dortmund und genießen einfach das Wetter und wollen ein bisschen abschalten. Und wir nehmen euch einfach mit. Yo! Yeah! So Leute, Thailand war eine richtig geile Zeit. Ich habe da Hammer Leute kennengelernt, geile Songs gesungen, geile Gruppen gehabt. Ja, aber auf der Bühne war es halt leider anders. Konnte meine Leistung nicht abrufen. Aber ihr steht alle hinter mir und ich freue mich darüber. Deswegen dachte ich mir, komm, ich mache einfach mal so ein Video, wie ihr mich ein bisschen näher kennenlernt. So, ja. Leute, das ist wirklich extrem, dass ich durch die Stadt laufe und die Leute mich erkennen, weil das ist voll komisch einfach. Und die machen halt Fotos mit mir, umarmen mich und das ist voll schön einfach. So, das ist mein Cousin aus Berlin, Musa. Wie Bruder, wie geht's dir? Bestens, Bruder. Wenn ich mit dir bin, bin ich immer gut gelaunt. Nee, freut mich immer, dich wieder zu sehen. Ich muss alles sagen. Er ist extra von Berlin hier hingekommen, um meine Live-Show anzuschauen. Okay. Ich bin dir herzlich dankbar. Kein Problem, für meinen Cousin tue ich das immer gern. Wir supporten ihn bis zum letzten Tag. Und er hat mich immer hinter ihm. Genau. Er hat immer voll und ganz unterstützt. Und Habibi. Nee, kein Problem, für dich immer gern. Und supportet ihn alle weiterhin. Er wird sehr, sehr schöne Musik nochmal raushauen. Seid gespannt, es kommt was auf euch zu. So, jetzt kam jetzt ein Kollege dazu, das ist Jeremy. Ja, ich habe bei DSDS kennengelernt. Wurde leider nicht ausgestrahlt, aber hat eine super Stimme, super Charakter und guter Gitarrist. Schenkst du mir einen, nur den einen Tanz mit dir? Welt fragt nicht wieso. Komm schon. Despacito. So, das ist mein anderer Cousin, 10. Grades, glaube ich. 12. 12, ne? Das ist Abed. Guckt euch diesen hübschen Mann an. Ruft an, Leute, 01763. Und die Endziffer war 03. Minus 3 für Momo. Heute steht die Gitarre. Wollt ihr nochmal Gitarre spielen, ne? Viel Spaß damit. Einen angenehmen Tag noch. Wie du dich bewegst, ist nicht normal. Anderen Frauen sind mir egal. Ich sage es dir gerne noch einmal. Du bist phänomenal, phänomenal, phänomenal. Ja Leute, ist auf jeden Fall eine geile Atmosphäre. Der Jeremy hat seine Gitarre geholt und wir spielen hier gerade ein bisschen rum. Die machen mir wirklich sehr, sehr gute Laune und machen einfach Spaß. So Leute, wir haben uns für Mr. Chicken entschieden. Ich habe mir zwei Burger und eine Cola geholt. Heute mal nicht so viel, ein bisschen Diät, wisst ihr? Yeah. So, wir essen gerade. Oh.
Mehr Hummel im Mund. Auf Momo. Auf Momo. 03. Jawohl, jeder selber. So, meine verehrten Damen und Herren, ich habe hier zwei Mädels und ich glaube, die mögen mich. Mögt ihr mich? Ja. Ja, freut mich. Wo kommt ihr? Dortmund. Also, sie hat mich von Weitem gesehen und meinte... Hat dein Bart erkannt. Ja, sie hat meinen Bart erkannt. Also, das habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, warum. Ich war da vorne und dann ist so, hey, woher kenne ich dich? Das ist mein Bart! Kannst du ein Bild mit dir machen? Also, nein, ich erst mal nicht umarmen, bitte! Sieh ich mir. Er kommt aus Jahne. So, Leute, die hat mich durch meinen Bart erkannt. Also, Respekt. Kann ich deinen Bart anfassen? Oh mein Gott! Ich verschwinde halt nicht. Wo die Sonne niemals dachte von uns eigentlich. Wieso muss es so verrückt sein? Magisch, lauf ich hinterher, es ist noch bis weit. Momo! 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 So Leute, wir fahren jetzt alle nach Hause, war ein wundervoller Tag. Das sind meine Jungs, die mir Kraft geben. Ich liebe euch. So Leute, das war mein erstes Video auf so einer Art. Ich habe noch nie sowas gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, kommentiert oder was weiß ich. Und wenn ich sowas öfter machen soll, weil ich kann zum Beispiel über mein Casting oder mein Recall reden, dann schreibt es auch in die Kommentare, dann überlege ich mir mal was, ob ich sowas mache. Und ja, ciao.